Planet Crafter hat vergangene Woche die Version 1.0 erreicht und somit offiziell den Early Access Status hinter sich gelassen. Ich selbst habe für knapp 30 Stunden in das Sci-Fi Open World Survival Craft Abenteuer reingeschaut und möchte euch nun zeigen, wieso ihr diesen Titel auf keinen Fall auslassen solltet. Wenn euch Videos dieser Art gefallen, lasst es mich gerne wissen und schreibt einen Kommentar. Wollt ihr sie in Zukunft nicht mehr verpassen, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Du hast dir vor kurzem eine Nintendo Switch geholt und jetzt bei Idealo gesehen, dass du für diese viel zu viel bezahlt hast. Damit du diesen Fehler zukünftig nicht nochmal machst, schaust du jetzt am besten immer direkt vorher bei Idealo nach. Die Preisvergleichs-App hilft dir dabei, den besten Preis für das, was du suchst, zu finden. Meine absolute Lieblingsfunktion ist der Preiswecker, der extrem einfach funktioniert. Du gibst einfach für den gewünschten Artikel deinen Wunschpreis ein und sobald ein entsprechendes Angebot vorliegt, sagt dir Idealo automatisch Bescheid. So verpasst du in Zukunft keine günstigen Angebote mehr und wenn du wirklich auf Nummer sicher gehen willst, dann nutzt zusätzlich den Preisverlauf. Hier siehst du, dass die Preise in den letzten Monaten teilweise sogar noch niedriger waren und daher könnte es sich lohnen zu warten. Der Preisverlauf gibt dir also genaue Auskunft darüber, ob du gerade tatsächlich ein Schnäppchen landest. Ich habe mir daher direkt die Idealo-App heruntergeladen und empfehle euch, das auch zu tun. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch schon immer mal wie Mark Watney aus der Marsiana fühlen wolltet, dann ist Planet Crafter genau das Richtige für euch. In diesem Spiel ist es eure Aufgabe, einen ganzen Planeten zu terraformen und somit für die Menschheit bewohnbar zu machen. Auch wenn der grafische Stil im ersten Moment sehr stark an Subnautica erinnert, unterscheidet sich das Spielprinzip enorm. Fangen wir aber am besten mal ganz von vorne an. Alles beginnt damit, dass ihr mit eurer Landekapsel auf einem kargen und lebensfeindlichen Planeten landet. Eure erste Aufgabe, ihr müsst einen Außenposten errichten, von dem aus ihr beginnt, den ganzen Planeten zu terraformen. Das Ganze gelingt euch mit Hilfe von Maschinen, die für verschieden wichtige Elemente sorgen, die zum Überleben wichtig sind, wie Sauerstoff, Luftdruck, Wärme, Pflanzen und alles, was dazugehört. Alles zusammen ergibt den sogenannten Terraforming-Index, der euch kontinuierlich in der oberen rechten Ecke angezeigt wird. Um die entsprechend benötigten Maschinen zu bauen, benötigt ihr Ressourcen wie Eisen, Magnesium, Silizium, Titan oder Kobalt. Was sich glücklicherweise in großen Mengen an der Oberfläche des Planeten befindet. Also beginnen wir damit, mit unserem Allzweckwerkzeug erste Erze zu sammeln, mit denen wir unsere ersten Maschinen bauen können. Doch bevor es soweit ist, müssen wir uns zuerst noch um eine zuverlässige Stromversorgung kümmern, denn ohne die läuft hier gar nichts. Sobald das erledigt ist, können wir auch schon umgehend damit beginnen, unsere ersten Bohrer zu bauen, die sofort mit der Erzeugung von Luftdruck und Terraforming-Indexpunkten beginnen. Das gesamte Prinzip erinnert so ein wenig an typische Idle-Games, macht aber riesig Spaß. Durch den Anstieg der Elementwerte schalten wir auch neue Baupläne frei, mit denen wir neue Maschinen oder bessere bauen können, die im Kosten-Nutzen-Faktor deutlich besser sind. Und keine Sorge, es entstehen nicht, wie man das von den typischen Idle-Games gewohnt ist, trockene Phasen, in denen es nicht weitergeht und man einfach nur darauf wartet, dass die Zahlen ansteigen. Dazu kommen wir aber gleich. Über einen entsprechenden Bildschirm erhalten wir detaillierte Informationen über die Produktion von den verschiedenen Elementen, als auch der aktuellen Terraforming-Stufe. Zu Beginn erschaffen wir eine blaue Biosphäre, Wolken, Wasser und gehen später dazu über, erste Pflanzen, Bakterien, Insekten, Fische, Amphibien bis hin zu Säugetieren zu erschaffen. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg, für den neben den Erzen jede Menge andere Ressourcen benötigt werden. Die meisten davon erhalten wir durch die Weiterverarbeitung von Grundressourcen oder wir können sie durch das Erkunden des Planeten finden. Und damit kommen wir zu einer weiteren Stärke von Planet Crafter, die ideal die Lücke füllt, in der wir darauf warten, dass unser Terraforming-Index eine neue Stufe erreicht. Die daraus resultierende Wartezeit lässt sich nämlich ideal für Erkundungstouren nutzen, die auf keinen Fall zu kurz kommen sollten. Der Planet birgt nämlich einige interessante Geheimnisse, von alten kaputten Raumschiffwracks bis hin zu Ruinen einer längst vergessenen Zivilisation. Finden können wir dort technische Chips, mit denen wir auch wieder neue Baupläne lernen können, die sich vor allen Dingen auf die Ausrüstung unseres Charakters fokussieren, wie einen größeren Rucksack, bessere Schuhe, die uns schneller laufen lassen oder einem Jetpack, mit dem wir sogar fliegen können. Auch jede Menge Saatgut, das zum Anpflanzen von Nahrung wichtig ist, kann gefunden werden und sollte immer einen Platz im Rucksack finden. Durch das Steigern der Terraforming-Stufe erwärmt sich zusätzlich der Planet, wodurch neue Areale zugänglich werden, da sie zuvor zum Beispiel durch Eisbrocken, die nun geschmolzen sind, blockiert waren oder ein ganzer Bereich hat sich mit Wasser gefüllt, sodass es nun möglich ist, an Forschungen
vorher unerreichbare Orte zu gelangen. Das Metroidvania-artige Erkunden setzt sich auch in den Wracks der Raumschiffe fort. Hier gibt es Bereiche, die wir nur unter Einsatz bestimmter Tools erreichen, wodurch es sich lohnt, diese im späteren Spielverlauf noch einmal aufzusuchen. So passiert es auch nicht, dass man etwas komplett vergisst. Und über Gegner müssen wir uns in Planet Crafter übrigens keine Sorgen machen. Wer großes Geballer oder actionreiche Kämpfe mit fremden Lebensformen erwartet, der ist wahrscheinlich besser in Helldivers 2 aufgehoben. In diesem Spiel sind unsere größten Feinde der Hunger, Durst und Sauerstoff. Generell bietet der Planet im späteren Verlauf eine Vielzahl von verschiedenen Biomen und Höhlen, die neugierig auf mehr machen. Zusätzlich sind in der Welt goldene Kisten oder andere Dinge versteckt, die wertvolle Belohnungen enthalten und den Drang nach Neugier sehr gut belohnen. Einen kleinen Punktabzug muss ich allerdings doch vergeben. Da manche Stellen nicht sonderlich fertig ausgearbeitet wurden oder man sich teilweise durch das Gelände fallen bzw. hindurch bewegen kann. Hier merkt man aber auch ganz klar, dass es sich um ein Indie-Game handelt, was für den aktuellen Preis von 23,99 € absolut verkraftbar ist. Vor allem, wenn man das aktuelle Release-Angebot mitnimmt und nochmal 30% spart. In meinen Sessions hatte ich generell, muss ich ehrlich sagen, sehr viel Spaß mit dem Spiel. Und es hat immer wieder aufs Neue irgendwie geschafft, mich in eine wahre Suchtspirale zu ziehen. Und jedes Mal, wenn ich dachte, ja, okay, da kann ja jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel Neues kommen, beweist das Spiel genau das Gegenteil. Es gibt wirklich extrem viele Baupläne. Und gerade wenn du denkst, boah, jetzt hast du eigentlich einen guten Überblick über alles, was dich erwartet, öffnet sich wieder irgendeine neue Möglichkeit. Ich kann euch auch dafür mal eben ein kleines Beispiel geben. Und zwar im späteren Verlauf des Spiels war es mir möglich, eine Rakete zu bauen, mit der ich Weltraumhandel betreiben konnte, um so an neue Baupläne zu kommen, die ich nur über diesen Handel bekommen konnte. Und die nötige Währung dafür, die habe ich durch den Verkauf von Waren, die ich sowieso die ganze Zeit produziert habe, erhalten. Das heißt also, selbst Ressourcen, die ihr später mal nicht mehr braucht, sind dann noch nützlich. Und natürlich ist auch ein Multiplayer mit von der Partie, der wurde nämlich mit der Version 1.0 hizugefügt, sodass ihr mit bis zu 9 weiteren Personen, also insgesamt zu 10 gemeinsam Planet Crafter spielen könnt. Was die Zukunft des Spiels jetzt nach Ende des Early Access Status angeht, kann ich euch leider nicht genau sagen, denn ich konnte dazu einfach nichts finden. Jetzt kommen wir aber mal zu einer etwas persönlichen Meinung von mir. Ich für meinen Teil würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die Entwickler weiter an dem Spiel festhalten. Und sei es, dass sie DLCs bringen, wo man auf neue und andere Planeten reisen und diese terraformen kann, oder es lassen sich auch sicherlich neue Terraforming-Stufen hinzufügen, das ist auch noch nicht erschöpft. Genauso auch neue Baupläne, Gebäude, was auch immer, oder sogar Mod-Support, sodass die Community das ganze Spiel noch weiter erweitern kann. Das Potenzial ist hier auf jeden Fall endlos und noch nicht mal im Ansatz erschöpft. Jetzt seid ihr aber an der Reihe. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet und wie es euch gefällt. Vielleicht habt ihr es ja sogar schon gespielt. Wenn ihr auf der Suche nach einem anderen Survival-Game seid, dann guckt euch gerne mein neuestes Video zu Grounded an. Hier gehe ich auf das große Update 1.4 ein, welches den Content des Spiels nochmal massiv erweitert. Viel Spaß!